Dark Souls hat den Ruf, eine sehr schwere Spielereihe zu sein. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Auch wenn Dark Souls nicht deine Hand hält und nicht daran hindert, ins offene Messer zu laufen, kommt ein großer Teil der Herausforderung daher, dass du eben nicht weißt, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Wenn man es öfter spielt, werden diese Spiele mit jedem Mal ein wenig einfacher. Für einen neuen Spieler scheint der Friedhof in der Nähe von Firelink zunächst unüberwindbar. Ein erfahrener Spieler weiß, dass sich ganz in der Nähe eine Waffe befindet, die stark gegen die ganzen Skelette ist. Erfahrene Spieler wissen auch, dass sich praktisch im Startgebiet mit dem Zweihänder eine sehr gute Stärkewaffe befindet, dass der beste Schild im Spiel praktisch gratis ist und dass man innerhalb der ersten 30 Minuten die ersten zwei Feuerhüterseelen für besseren Estus finden kann. Von der Abschätzung des Risikos bei der weiteren Erkundung der Spielwelt, weil man weiß, wo die Lagerfeuer sind, mal ganz zu schweigen. Der erste Playthrough eines FromSoft-Titels hat daher eine gewisse Eigendynamik und die meisten Spieler empfehlen, beim ersten Run wirklich nur im absoluten Notfall externe Hilfe hinzuzuziehen. Diesen ersten spoilerfreien Run bekommt ihr nie wieder. Und einem anderen Spieler bei seinem ersten Run über die Schultern zu schauen, hat auch einen ganz besonderen Reiz. Daughters of Ashe, eine Mod von Grimrock, hat das Ziel, genau diese Gefühle wiederzubeleben. Die Welt an sich ist die alte, und doch ist so gut wie nichts da, wo es sein sollte. Das ist in einem gewissen Rahmen nicht mal neu für die Reihe. Mit Scholar of the First Sin wurde Dark Souls 2 schon einmal von offizieller Seite ein bisschen geremixed. Daughters of Ashe hat aber in gewisser Hinsicht ein paar Freiheiten mehr, da man sich gezielt an Spieler richten konnte, die bereits mit Dark Souls vertraut sind, während Scholar of the First Sin schlicht ein Re-Release war, das die Originalversion für die Zukunft ersetzte. Für Daughters of Ashe ging ich auch mit der Hoffnung ins Spiel, dass ein paar Fehler von FromSofts Seite ausgebügelt werden. Das Remaster hat ja neben den paar technischen Verbesserungen vor allem den Ruf, im Prinzip 40 Euro für das neue Lagerfeuer bei Varmos zu verlangen. Die Chance, so offensichtlich unfertige Gebiete in der zweiten Hälfte des Spiels wie Lost Izalith zu vollenden, ließ man liegen. Das war vielleicht eine ungerechte Erwartung gegenüber dem Modder, aber da er ohnehin schon alle Karten neu gemischt hat, zumindest nicht völlig unrealistisch. Ich versuche spezifische Spoiler zu minimieren. Wenn ich Dinge gezielt anspreche, warne ich euch vor und es wird Kapitelmarken geben, damit ihr vorspringen könnt. Insgesamt bewegt sich Daughters of Ashe irgendwo zwischen Remaster, Master Mode und Kaizo. Ein paar Dinge wurden tatsächlich überarbeitet, zum Beispiel der Gegner-Spam in Lost Izalith, aber grob gesagt, wenn ihr ein Gebiet vorher schon nicht mochtet, stehen die Chancen gut, dass ihr es danach immer noch nicht mögen werdet. Mitunter wegen der Master-Mode-Aspekte. Daughters of Ashe geht davon aus, dass ihr mit dem Grundspiel vertraut seid und erwartet, dass ihr euch auskennt. Wenn es mehrere Wege an ein Ziel gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass die einfachen Wege in irgendeiner Weise gekappt wurden. Ich zum Beispiel musste feststellen, dass mein üblicher Weg durch Sands Fortress definitiv nicht mehr vorgesehen ist. Viele Lagerfeuer fehlen oder wurden an neue Orte verschoben. Dinge wie der Missbrauch von Quit-Outs werden aber nicht von euch erwartet, was ich schätze, da viele Mods und Community-Inhalte in diversen Spielen es gerne mal zur Grundvoraussetzung machen, dass Spieler Exploits und Glitches ausnutzen. Dungeon Defender-Spieler wissen vielleicht, was ich meine. Ihr müsst außerdem darauf vorbereitet sein, die Gebiete im Spiel in einer anderen Reihenfolge als üblich zu erkunden. Gegner-Sets sind auf diese neue Reihenfolge angepasst, sowohl nach oben als auch nach unten. Auch itemtechnisch ist kaum noch etwas da, wo ihr es erwartet. Gerade die guten und overpowerten Items sind jetzt an viel passenderen Orten, zum Beispiel nach bestimmten Bossen zu finden, statt irgendwo in der Wildnis zu liegen. Eine Sache, die die Mod meiner Meinung nach viel besser macht als das Grundspiel, ist die Einführung von Mimics. In Dark Souls trefft ihr eure erste Mimic in der Regel in Sands Fortress, und wenn ihr offline spielt, was ihr mit der Mod übrigens müsst, gibt es keinen wirklichen Hinweis über die wahre Natur dieser harmlos aussehenden Kiste. Bisher gab es keinen Grund, Kisten zu misstrauen, auch wenn es solche Monster natürlich auch in anderen Spielen gibt. Selbst wenn ihr online spielt, sind die Nachrichten anderer Spieler ja nicht dafür bekannt, immer wahrheitsgemäß zu sein, deshalb halte ich es auch nicht für gutes Spieldesign zu erwarten, dass sich Spieler hier darauf verlassen. Es ist einer der wenigen Momente, die sich wirklich unfair anfühlen. In Daughters of Ashe findet die erste Mimic-Begegnung immer noch in Sands Fortress statt, aber ein wenig später als sonst. Ihr habt hier die seltene Chance, eine Mimic in Bewegung zu sehen, bevor sie in ihre Kistenform wechselt. So hat ein neuer Spieler die Chance, im Vorfeld zu wissen, dass ab hier Kisten nicht mehr vertrauenswürdig sind und könnte die Mimic genauer begutachten, um nach Unterschieden zu normalen Kisten zu suchen. Selbst wenn ihr die Mimic nicht seht, was je nach Kamerawinkel passieren könnte, steht diese Kiste so sehr im Weg, was sich ja auch nach dem Öffnen nicht ändern würde, dass man stutzig werden sollte. Was ich auch sehr schätze, ist die Integration des DLCs. Im Grundspiel könnt ihr diesen, wenn ihr möchtet, komplett ignorieren. Nicht, dass man das sollte, es ist eins der besten designten Gebiete im Spiel. Daughters of Ashe ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Re-Release wie das Remaster, wo der DLC ja schon enthalten war, diesen zu einem festen Bestandteil der Spielerfahrung hätte machen können. Etwas, wozu Scholar of the First Sin über die Verteilung der DLC-Schlüssel in der Spielewelt hinaus auch zu faul war.
Ich war jedoch etwas enttäuscht, da für ein paar Dinge auch der Zeitpunkt, wann ihr den DLC macht, eine Rolle spielt. Und beim ersten Run werdet ihr dadurch wahrscheinlich in den schlechteren Verlauf dieser Questline gedrängt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne zu spoilern. Der größte Reiz an dieser Mod war für mich aber die Art und Weise, wie sie mit meinen Gefühlen und Erwartungen spielte. Wenn etwas seltsam aussieht, sich seltsam anfühlt oder irgendwas nicht so reagiert, wie es sollte, dann seid ihr vielleicht kurz davor, auf die harte Tour festzustellen, dass zum Beispiel der Boss, den ihr gerade besiegt habt, jetzt eine zweite Phase hat. Grimrock hatte definitiv seinen Spaß daran, die Spieler das ein oder andere Mal gezielt zu trollen oder zu manipulieren, aber in der Regel kann man am Ende auch selbst darüber schmunzeln. Anders als bei gewissen Pranktubern. Er macht das insgesamt meisterhaft, was vielleicht seinem Psychologiestudium geschuldet ist. Ein paar Änderungen fühlten sich aber so sinnlos an, dass ich das Gefühl hatte, sie wurden nur gemacht, damit der Modder sagen kann, dass er was geändert hat. So ganz nachvollziehbar war das nicht immer. Die neuen Hinweise, die an bestimmten Orten eingestreut sind, sind kryptisch, aber in den meisten Fällen Hinweis genug. In mindestens einem Fall war es aber so fernab dessen, was zu tun war, dass ich nur von Mondlogik sprechen kann. Was neuen Content angeht, wurde aus den bestehenden Assets einiges zusammengebaut. Ich könnte euch gar nicht alles spoilern, wenn ich wollte, da es darauf ausgelegt wurde, dass ihr mehrere Durchläufe brauchen werdet, um wirklich alles zu sehen. Es gibt neue NPCs, neue Questlines mit zum Teil sehr krassen Auswirkungen sowie neue NPC-Invader, wobei die weitgehend voraussetzen, dass ihr menschlich durch die Welt zieht. Daughters of Ash scheint dies fördern zu wollen, weshalb ihr im menschlichen Zustand nun auch mehr HP bekommt, wie in Dark Souls 3 mit den Embers, aber gleichzeitig ist Humanity lange Zeit seltener als im Grundspiel. Und falls ihr einer dieser Nerds seid, die gerne Item-Beschreibungen lesen, um die Geschichte der Welt zu verstehen, bedient diese Mod auch euch. Eine weitere Neuerung, die ich sehr schätze, ist ein Ring, der euer Seeleneinkommen um stolze 50% erhöht. Im Gegenzug erhaltet ihr beim Falle eures Todes nicht die Chance, eure gesammelten Seelen zu bergen. So ein Ring könnte glatt ins Original passen und wirkt wie gemacht für einen No-Death-Run, abgesehen davon, dass Risiko und Belohnung in einem guten Verhältnis stehen, was Dark Souls bei seinen eigenen Ringen nicht immer hinbekommen hat. Die neuen Questereignisse können euch durchaus überrumpeln, gleichzeitig entsteht bei einigen Handlungen auch eine spürbarere Auswirkung auf die Spielwelt, die auch die frühen Gebete im Endgame um ein paar Fallstricke ergänzt. Dabei wird wohl sogar auf geschnittene oder zumindest mal ursprünglich geplante Elemente und Konzepte zurückgegriffen. Im Endgame bekommt ihr außerdem die Chance auf Rematches mit schwereren Versionen diverser Bosse, wobei die außerhalb bestimmter Timing-Konstellationen optional sind. Ich würde nicht so weit gehen, Daughters of Ash als die definitive Dark Souls-Erfahrung zu bezeichnen. Ein paar Features wie die neuen aktiven Effekte von verbrauchbaren Seelen wirken eher sinnlos bzw. wie gescheiterte Experimente, die sich nicht so richtig ins Gesamtbild einfügen wollen. Es gibt zum Beispiel auch eine neue Krankheit im Spiel, die ich aber genau einmal, ganz am Anfang, bekommen habe, praktisch direkt und ohne Aufwand wieder los wurde und damit meine Spielweise auch gar nicht beeinflusst hat. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, Dark Souls zumindest so halb nochmal so zu erleben wie beim ersten Mal, kommt Daughters of Ash der Erfüllung dieses Wunsches wohl am nächsten. Ich bin jedenfalls gespannt, was Grimrocks anderes Projekt, Dark Souls Nightfall, alles leisten wird.